So. Kapitelauswahl. Der Turm. Machen wir ab hier. Abgeschlossene Aufgaben insgesamt 60 von 60. Sehr schön. Diesmal nein, S wählen. Ja, das ging halt schnell. この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと。人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たち、うるさい！君は 2B を殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。 2B は苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E2 号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の一員。本当は気づいていたんだろう、ナインエス。うるさい、うるさい。お前に言ったね。僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。Nein, es. Sicher? Ja. Verstanden. アンドロイドが
主たる人類を守るように作られている。その基礎プログラムが私たちの心を。うるさい、うるさい、うるさい。じゃあ壊すわけだよ。全部なくなってしまえばいいんだ。Warum konnte ich als A2 nicht so coole Dinger machen? Tot. Schwerer Systemfehler erkannt. Speicherleck überprüft. Reparatur unmöglich. Notevakuierung verbleibender Speicherbereiche eingeleitet. Ich heiße 9S. Ich bin ein frisch fabriziertes Scannermodell. 30. Januar 11.942. Ausgeliefert um 4.25 Uhr Bunkerzeit. Ich werde mit all meiner Kraft für die Menschheit kämpfen. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Kommandantin. Ich bin kollabiert, liege in einem Raum mit gleißendem Licht. Schmerz ist weg. Das Licht hüllt mich ein. Es ist so warm. Ich hatte Angst. Als Soldat geboren, ausgesetzt in dieser Welt, auf mich allein gestellt. Nichts, auf das man vertrauen kann. Kein Gott, an dem man glauben kann. Ich war allein. Meine Aufgabe war, in menschliches Territorium einzudringen. Informationen zu sammeln. Im Nebel, in den Flammen, allein. Ich heiße 9S, ich bin zur Unterstützung hier. 2B war recht reserviert, sogar kalt. Sie wollte sich wohl von mir distanzieren. Ich nehme an, sie wollte sich mit niemandem verbunden fühlen, den sie immer würde töten müssen. Doch ich... Scanner wie ich arbeiten meist alleine, feindliche Linien ausspähen und dergleichen. Normalerweise habe ich keine Partner. Macht irgendwie Spaß. Ich war so glücklich, jemanden an meiner Seite zu haben. Es fühlte sich wie eine Familie an. Meine Schäden werden schlimmer. Nach und nach schwinden meine Erinnerungen. Der Raum fühlt sich mit gleißendem weißem Licht, als ob ich im Schnee vergraben wäre. Ich friere ein bisschen. Ich habe ein wenig Angst. Meine Seele entschwinden. Ein dunkler Nebel verhüllt meinen Blick. Mit zeitenhaften Auf und Ab nimmt er wie im Traum nach und nach die Gestalt eines Menschen an. Es ist das rote Mädchen. Langsam beginnt sie zu sprechen. Dieser Turm ist eine gewaltige Kanone, gebaut, um den Server der Menschen zu vernichten. Und den
Server zu vernichten und den Androiden ihre Lebensgrundlage zu rauben. Das war der Plan dieser Mädchen. Doch sie haben ihre Meinung geändert. Sie sahen uns Androiden. Sie sahen Adam. Sie sahen Eva. Unser Beispiel vor Augen dachten sie über den Sinn des Lebens nach und kamen zu einer neuen Erkenntnis. Dieser Turm feuert keine Geschosse ab. Er feuert eine Arche ab. Eine Arche mit den gespeicherten Erinnerungen der törichten Maschinenwesen. Eine Arche, die diese Erinnerung in eine neue Welt trägt. Vielleicht werden sie diese Welt niemals erreichen. Vielleicht ziehen sie ewig durch die Leere des Raums. Für die Mädchen macht es keinen Unterschied. Für sie hat die Zeit kein Ende. Adam und Eva befinden sich im Inneren der Arche. Eva schläft. Adam hält ihn in seiner sanften Umarmung. Er scheint mich anzulächeln. Ich versuche ihn anzuschauen, doch mein Körper verweigert jede Bewegung. Anscheinend hat sich der Schaden inzwischen bis in meine Motoren ausgebreitet. Kommst du mit uns? Fragt Adam. Eine Frage ohne jede Arglist. Es schien, dass ich keinen Grund mehr hatte, Maschinen zu hassen. Vielleicht hatte ich ohnehin nie einen Grund dazu. Wofür habe ich gekämpft? Für wen habe ich gelebt? Ich weiß nicht mehr. Ich versuche, meine Gedanken auszusprechen. Aber ich kann es nicht. Meine Denkabläufe verlieren ihre Zusammenarbeit, ihren Zusammenhalt. Ich kann mich nicht mehr an meinen Namen erinnern. Ich sammle all meine Kräfte und zwänge die Wörter hinaus. Bleibe hier. Ich. Joha. Wir haben es nicht verdient, von dieser Welt geliebt zu werden. Childhood's End. データチェックのため一時停止を要請する。
Reiche das Ende von 9S. Ich will mal noch wissen, was, wenn ich jetzt das andere Ende mache. Mann, haben wir jetzt auch 100% Erinnerung von 9S. Schöne Erinnerung. Die Schrift wird echt von schwarz zu grau. Wofür habe ich gekämpft? Für wen habe ich gelebt? Sammle all meine Kräfte und zwänge die Wörter hinaus. Ich gehe mit euch. Wir haben kein Recht, in dieser Welt zu bleiben. Also dann kriegt man halt eine. What the fuck? Hä? Soll das passieren? Wahrscheinlich soll das passieren. Krass. For the glory of mankind.
Vielleicht kann ich auch da anfangen. Bleibe hier. So, Nier Automata, das war's. Was kann ich dazu sagen? Erster Playthrough, zweiter, dritter, all das. Einfach super Spiel. Hat an einigen Stellen natürlich seine Schwächen. Kampfsystem ist aber super. Ja, die ganzen Komplettierungsquests. Ja, ist halt anstrengend, sag ich's mal so. Karte finde ich katastrophal. ポッド042から1号さんへ、データを確認した。9S、2B、A2のパーソナルデータが漏出していた模様。ポッド1号さんから042へ、計画に従い、パーソナルデータの削除せよ。ポッド1号さんから042へ、理解不能。ポッド042から1号さんへ、記録参照中に、 私の中に生成されたデータがある。私は、この結末を容認できないという結論に至った。すべての夜破棄体の破壊は、計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号さんへ、繰り返す。私はデータの破棄を拒否し、データのサルベージを行う。ポッド1号さん、君も。
君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。 Ja, wir möchten, dass sie überleben. Was? The End of Yoha. Ach, das letzte Ende. What? ポッド04B から1号サイン、アンドロイドたちが設計した夜波計画を実行するため、我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々の2人が接続され、情報を交換する3つ、何か意思や感情めいたものが生まれつつあることは否定できない。回答不能。全てに答えがあるわけではないこと、私たちは 知ったのかもしれない。イミロ。Wahnsinn. Ja, viertes Spiel am Ende. Eigentlich wollte ich dir zuerst dazu sagen, aber... Ja, Musik ist super. Gameplay ist lustig. An manchen Stellen denke ich echt, die wollen mich trollen. Die Geschichte ist super erzählt, aber auch total verwirrend. Was sind denn so Schwächen, die ich jetzt so herausgefunden habe? Ja, die Karte war halt absolut Müll. Einige Nebenquests müssen nicht unbedingt sein. Sind aber sehr schön. Dennoch sehr schön. Das ganze Sammelrei. Dass es halt zufallbasiert ist, das ist ein bisschen blöd. Für manche Gegenstände. Man da echt dumm und dämlich manchmal sich sucht. Ah, muss das ja nicht machen. Ansonsten schöne Geschichte erzählt. Kampfsystem ist ganz nett. Das Springen. Oh ja, das Springen. Boah. Ich mochte das Springen nicht. Ich habe das Springen gehasst.
Boah, halt den Stick gerade, Jung. Ich krieg den Stick nicht gerade. Fuck. Geige. Mein Arm. Tut weh. Ich wusste, dass der sich irgendwie am Ende noch was einfallen lässt. Yoko Taro. Absolutes Genie. Muss ich dazu sagen. Ja, Geschichte halt super. Es gibt halt nicht viel, was ich an dem Spiel bemängeln kann. Es ist natürlich auch nicht perfekt. Ist klar, das ist kein Spiel, aber es ist eins, ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich will da irgendwie nicht drauf gehen. So. Scheiße. Nein? Ich hab mich aufgegeben.
Gott, die werden ja nur mehr. Aus der oberen Ecke hier rauskommen. Alter, Alter, Alter! Oh, mein Finger, ey. Square rastet richtig aus. Fuck it. Nachricht empfangen. Niederlage akzeptieren. Nein. Ink. I4. The same road as you. One thing is certain. You've got a... Got us with you, Luxemburg. Mir ging es ganz gleich. Irgendwann, wir sind bei dir. Wir sind bei dir. Irgendwann sind wir bei dir. Da, Square. Es hört niemals auf, aber Einsatz wird belohnt werden. Südkorea. Ich habe das zu Ende gebracht. Eigentlich gibt niemals auf. Vereinigte Staaten. Glaubst du, Denkspiele sind dummes Zeug? Ja. Auch für mich war es schwierig. Letztendlich, du gibst auch dein Bestes. Gibt's nicht! Ihr habt das Teil nicht erwischt! Dass du drauf gehst. Oh! Geschafft! Alter! Gibst du zu, dass diese Welt keinen Sinn hat?
ich nicht. Nein, ich gebe dich auf. Ja, what? Ey, das ist ja cool. Scheiße, den Daten verloren. Sauron. Kick dich, Square Enix. Das ist cool. Ja, ich muss sagen, cooler Abschluss, cooles Spiel, coole Story. Coole Idee am Ende. Cooles Spiel einfach. War wirklich, hätte für mich mehr den Platz als Spiel des Jahres verdient als Zelda Breath of the Wild. ポット1号さんから042へ。調子はどうか？恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか？そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か？そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか？その可能性は否定できない。だが、
違う未来の可能性も存在する。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。Tauben. Sieh dir die finalen Credits an. Otto 1号さんよりプレイヤーへ質問が存在する。君はニーヤオートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して何か言葉はあるか？Ja, das ist doch schön. Ich bin kein starker Schütze. Letztendlich gib niemals auf. Ponto 04 より Player へ質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君は最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知る者だ。君に弱き者たちを助ける意志はある。この選択肢を選ぶと君は世界の誰かを救うことができる。だが代償として全てのセーブデータを失うだろう。それでも見ず知らずの誰かを。Lass mich gucken. Eine versteckte Errungenschaft fehlt mir.Ja, doch, machen wir. 助ける相手はランダムで選ばれる。だからその相手は、助けを求めている相手は、君の嫌いな人間かもしれない。それでも、その誰かを助けるか。君が必死で解除したデバッグモードもチャプターセレクトも使用できなくなる。それでも助けたいと願うか。君が誰かを助けても感謝されないかもしれない。君の行いは偽善と呼ばれるかもしれない。それでも助けたいと願うか。Ich habe alles aufgenommen. 本当にそれでいいのか。わかった。すべてのデータを代償として君の意思をこの世界に伝えよう。Danke dir. Nennt mich an Nia. Das tut weh, das tut weh. Thank you.
Ah, die Portprogramme. Oh, das tut auch weh. Ja, das war's. データの削除完了。これでお別れだ。少し寂しい。Ich auch. 感じる。Ich auch. 最後の言葉を。了解。このゲームをプレイしてくれたプレイヤーに本当にありがとうございました。Alle Enden erreicht, überweltliches Wesen. Cool. Na, ja, Titelbildschirm. Oh Gott, ey. Wir haben es geschafft. Neues Spiel. Ja, das war's. Das war die Automata. Ich kann's immer noch nicht fassen. Haben's durchgespielt. Also, nochmal an dieser Stelle sei gesagt, bevor ihr irgendwas anfängt von Intro und sowas, lassen wir's lieber. Ein schönes Spiel. Ich habe mir die Sounddaten nicht zum Ende angehört. Fuck it. Egal. Die hatten alle Enden. Alle Errungenschaften. Das ist Platin, meine Freunde. Platin. Und ja. Also ich habe schon was zu dem Spiel gesagt. Ich finde, es ist ein tolles Spiel. Hat meiner Meinung nach mehr den Platz wie Breath of the Wild verdient, weil Breath of the Wild war halt überhaupt nicht so mein Zelda, obwohl ich ein großer Zelda-Fan bin. Das Spiel hat mich oft zum Weinen gebracht und es geht tief unter die Haut und es ist schön. Es zeigt mir halt, dass es nicht immer Happy Ends gibt. Aber dass man auch nicht aufgeben sollte. Es ist schön. Ein schönes, gelungenes Spiel und sehr zu empfehlen. Ich würde es trotzdem nicht nochmal spielen, weil puh, ja. Es war hart. Ich habe ja die Aufnahmen, deswegen kann ich mich immer daran zurückerinnern. Ich mochte das Springen halt absolut nicht. Ansonsten schön. Und ich freue mich, ob da noch was Neues kommt. Gut. Ich denke auch mal, dass ich dann für heute Schluss mache mit dem Stream. Ich wünsche euch allen einen schönen Übergang. Okay, im Video hört sich das jetzt scheiße an, weil das Video wahrscheinlich erst im Sommer kommen wird. Aber ich nehme das hier. Der Stream ist am 31.12. Deswegen
2019. Deswegen allen guten Rutsch. Guten Übergang ins Jahr 2020. Ich mache mir jetzt was zu essen. Und werde mich dann auch aufmachen. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Nier Automata, es war ein tolles Spiel, was ich unbedingt mal spielen wollte. Habe ich jetzt endlich damit erledigt. War sehr schön und ich bin traurig, ja. Ich bin traurig. Muss ich sagen. Traurig und glücklich zugleich. So, damit beende ich den Stream. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und posten kann ich gerade niemanden, okay. Ja. Euch allen eine gute Nacht. Danke für das Dabeisein. War ein tolles Spiel. Wie gesagt, kein Spiel ist perfekt, aber ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, was mir sehr gut gefallen hat. Das sehr mochte, auch wenn ich extrem scheiße in dem Spiel war. Zum Glück konnte sie es ertragen. Und damit bin ich raus. Vielen Dank, Yokotaro, Square Enix, für dieses tolle Spiel. Und ich freue mich auf einen Nachfolger, auch wenn die Geschichte so unheimlich kompliziert ist. Mit Drakengard und Nier und ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Ich verstehe das jetzt besser. Ich verstehe immer noch nicht, ob das rote Mädchen jetzt sind die Maschinenwesen und nicht die Menschheit. Okay. Glaube ich zumindest. Muss ich Ryu noch mal fragen. Danke. Das war's von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.